Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5 mit mir, DF. Und ich muss sagen, das sieht man daran, dass mein Bart länger ist oder meine Haare oder so von der letzten Facecam, von der letzten Folge. Die letzte Folge war im Oktober aufgenommen. Ja, leider. Ich habe zu viel aufgenommen und dann habe ich eine Pause gemacht und ja, jetzt 10.12., also 6 Tage vor Veröffentlichung dieses Videos, bin ich dazu gekommen oder habe Lust hier aufzunehmen. Wieder. Aber ich sag schon mal voraus, ich habe die Aufnahme schon mal gemacht und ich habe sie dann aufgehört, weil ich ein bisschen sauer war, weil ich die Facecam neu einstellen musste und da, das war doof, hat ein bisschen lang gedauert und hat mich ein bisschen aufgeregt. Und außerdem kam direkt ein Boss, der mich erstmal geplättet hat. Also deswegen habe ich die Aufnahme direkt in Eimer geworfen. Das ist halt wunderschön. Du spielst 2 Monate nicht und dann kommt direkt erstmal ein Boss. Was ist das? Mit? Bleib wach sein. Ich habe kein gutes Gefühl, was diesen Ort betrifft. Und hier müssen wir gut aufpassen, dass wir nicht zu sehr aufs Fressbrett kriegen. Ich mach mal Quell auf alle. Okay, Wirren ist ja wunderherrlich. Du greifst mal an. Der ist ganz schön stark, das Vieh. Gut. Beschwören Ifrit. Gegen Gift. Wunderherrlich. Eigentlich, Lena dürfte ja nicht allzu stark sein, deswegen dürfte die eigentlich schon mal auf Faris draufhauen. Angriff. Okay. Ja, mit Faris raus ist aus der ganzen Scheiße. Angriff. Weil ich glaube, Lena kann sie Weißmagie? Ja, sie kann mal kurz den Bart zahlen. Okay, Faris ist wieder raus aus der ganzen Nummer. Aus der ganzen Verwirrungsnummer. Okay, ist ja wunderherrlich. Biblos. Der hat letztes Mal ein paar Attacken gemacht, die mich ein bisschen aus den Socken gehauen haben. Bitte. Nein, nicht auf ihn. Okay, er kann es gebrauchen jetzt, aber ich wollte eigentlich. So eine Scheiße. Ich wollte eigentlich Faris zahlen. Okay, Schallwelle. Level wurde halbiert? Habe ich irgendwie was dagegen? Ja, ich mache kaum noch Schaden. Schutz. Netz. Ein Klick im Netz gefangen. Also der haut hier die Statusveränderung raus, wie nichts Gutes. Was ist das denn? Ja, wahrscheinlich. Okay. Dann hau du mal auf Faris drauf. Okay. Alles scheiße. Angriff. Wir haben Engel, ne? Oder wie das hier immer noch heißt. Okay, das war ein guter Angriff. Ich glaube, wir lassen Faris, obwohl. Lass wir Faris so lange. Ich beschwöre mal kurz Ifrit. Zauberhammer. MP halbiert. Ist ja herrlich. Okay. Angriff. Battle Wurst. Rotmagie, Quell 2 auf sie. Also Faris. Ist jetzt einer verwirrt oder ging das alles daneben? Wir beschwören nochmal Ifrit auf ihn. Ich bin ein bisschen raus aus dem Spiel, deswegen weiß ich auch gerade nicht, wie viel MP ich habe. Weil ich so ein bisschen schnell versuche, hier alles zu machen. Weil wir den Kampf hier auch schnell hinter uns haben. Als nächstes müssen wir Gallop heilen. Der greift es erstmal an. Schallwelle. Level wurde halbiert, ja, wunderherrlich. Sauger. Ich glaube, ich mache mal ein Quell 2 auf alle. Weißt du was? Du beschwörst hier weiter Ifrit.
Ich habe noch für eine zweite Beschwörung. Okay, Bartz ist ein bisschen tot. Weil Ifrit macht halt... Ifrit! Das Siegel, ihr habt es. Aber schon bald wird... mein Meister frei sein. Wer ist denn dein Meister? Ich heile mal alle. Ja, aber der ist besiegt. Okay, gut. Weil in der Aufnahme, die ich verworfen habe, da hat der eine Attacke gemacht, die hat Faris einfach mal fast getötet und dann so eine Gruppenattacke gemacht, die meine Gruppe ganz schön geschwächt hat und dann Faris auch getötet hat, weil Faris schon fast tot war. Und das ging mir so auf den Sack, dass, also dann der Quatsch mit der Kamera, den ich vorher hatte, ging mir alles so auf den Keks, dass ich keine Lust mehr hatte, weiterzuspielen gestern. Aber ich habe mich ja jetzt ein bisschen zusammengerissen, außerdem habe ich sowieso nichts zu tun. Ich wollte mir die Game Awards 2020 heute anschauen. Also nicht die Game Awards selber, sondern einen Restream davon, weil ich schaue mir gerne Restreams an. Also nach irgendeinem Event, zum Beispiel nach einer Nintendo Direct oder so. Ich gucke mir halt die Nintendo Direct an oder eine also Trailer Compilation, zum Beispiel PlayStation, bevor die PlayStation 5 rauskam, da hier mit Final Fantasy, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genannt haben, mit Final Fantasy 16 haben sie angefangen und dann ganz viele PlayStation 5 Spiele vorgestellt und sowas. Das habe ich gerne so angeguckt und dann die ganzen Restreams davon nochmal angeguckt oder Reacts oder wie du das nennen willst. Und nur das Doofe ist, von die Game Awards, die dauern halt 3 Stunden. Und ich gucke mir keine 3 Stunden an, um dann nochmal 3 Stunden Reacts zu gucken oder so ein Quatsch. Nein, danke. Also die Game Awards, also, wenn das genauso ist wie die Opening Night Live von der Gamescom, dann gute Nacht, ey. Oder wie die Game Awards jedes Jahr. Dann auch gute Nacht. Die erste Stunde wird geil mit neuen Ankündigungen und so. Und die nächsten zwei, die werden voller Werbung gestopft sein und irgendwie Awards, die keinen interessieren. Ja, das sind die Game Awards. Jedes Jahr. Ich wollte doch nicht gestört werden, wenn ich lese. Erzähl mir nicht, dass du die ganze Zeit über in dieses Buch vertieft warst. Welche ganze Zeit über? Na jetzt, wo du es erwähnst, da war ein leichtes Klopfen und Schlagen hinter mir zu vernehmen. Hat ihr das etwa? Okay. Der will uns veräppeln. Ein schräger Vogel. Wie auch immer. Schätze, es wird Zeit zurückzugehen. Was kommt ihr auch? Ich weiß eine Abkürzung. Dann hinterher. Und... ah, direkt da an... oh. Der sieht aus wie alle anderen. Mit, da bist du ja. Ah ne, das war ein anderer Gelehrter, der da weggeflogen ist. Mit, es geht dir gut. Danke, dass ihr mitgefunden habt. Am Glück, du bist wieder hier. Hä, ihr wart da, um mich zu retten? Ich weiß zwar nicht, wovor ich gerettet werden musste, aber es war auf jeden Fall nett von euch. Ach ja, seht doch mal alle her. Was ist denn los mit? Ich habe das Buch der Bücher gefunden, das ist die Wucht. Ich wette, mit der darin beschriebenen Methode können wir das feuergetriebene Schiff wieder mit Energie versorgen. Was? Ohne Kristall? Ich muss sofort Opa Cid davon erzählen. Cid? Oh, ihr kennt ihn? Er ist mein Großvater. Opa ist einfach der Beste, wenn er an etwas forscht, kann ihn nichts und niemand aufhalten. Er gibt nicht auf, bis er die Lösung zu einem Problem gefunden hat. So mag er vielleicht früher mal gewesen sein, aber jetzt... wovon redest du? Ich meine, für mich scheint es, als hätte er sehr wohl aufgegeben. Was? Das würde er niemals. Ja, dann tschüss. Warte mit! Warte! Nein, pfui, aus! Spiel. Außer ich bin voll geheilt, dann sage ich nichts. Auf welcher Taste war das nochmal? Nein.
Hier, der Topf, der heilt mich komplett. Ja. Ich nehme nicht zu lange auf, weil, wie gesagt, ich will gleich die Game Awards schauen. Dann müssen wir wahrscheinlich zum feuergetriebenen Schiff. Da war doch irgendwas mit einer Wüste, wo wir nicht drin gehen sollten, weil das kann wehtun. Du magst... Was magst du denn nicht? Ich glaube Blitz. Aber Blitz 2? Ist das Blitz 2? Man sieht halt nicht, was das ist, weil da vorher meine Dings stehen. Ich mach mal eine Beschwörung. Ich mach mal Ifrit. Höllenfeuer! Ich weiß halt nicht, ob das gut ist. Okay, tot. Danke, Kalof. Ah, jetzt kriegen wir auch wieder Erfahrungspunkte. Bei Bossen kriegen wir ja keine Erfahrungspunkte. Das ist so dumm, ey. Okay. Ja, hier die Wüste sollten wir meiden. Das war's, glaube ich. War das die Wüste? Auf jeden Fall sollten wir da... Oh, war das intelligent? Obwohl, du bist ein stark genug. Okay, so stark bist du auch nicht. Ich mach mal treten. Cool. Paris hat coole neue Sonnenbrille. Eine coole neue Sonnenbrille. Komm, hau mal Ifrit rein, ne? Die Beschwörungen dauern ja nicht allzu lange in dem Spiel hier. Und sind relativ stark, also. Und kosten momentan noch nicht so viel MP. Oder wir haben viel MP. Das kann es auch sein. Goldnadeln. Da brauche ich aber mal. Sie ist immer noch erblindet. Haben wir da eine Magie gegen? Weiß. Wirren, okay. War das, was mich da verwirrt hat im Kampf, was das für eine Magie sein soll. Okay, Augentropfen haben wir. Ja. Genau, die wollte ich, ja. Wollte Lena, die keine Erblindung hat, heilen von der Erblindung. Genau, Spiel. Das war nicht Wüste, ne? Wir sind in der Wüste. Tschüssikowski. Dass das schon gezählt hat, das sah so frech. Und wir sollten mal kurz Lena heilen. Da du sowieso nicht viel machst, momentan so, kannst du mal heilen. Ah, das reicht ja erstmal. Soweit war, glaube ich, die eine Stadt nicht entfernt. Ich habe auch vergessen, wie die Stadt hieß, um ehrlich zu sein. Und Magie. Glaub, Eis. Mögt ihr Eis? Nicht so wirklich. Und das war dann auch gut. Vielleicht Shiva. Vielleicht magst du Shiva ein bisschen weniger als Ifrit. Aber Shiva dauert auch ein bisschen länger. Gefühlt. Okay, Crit. Danke. Galuf. Schon wieder. Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Kurten Panzer. Das war, glaube ich, für Alchemie oder sowas. Ich mich recht entsinne. Oder irgendwie, irgend sowas war das. Ich glaube, wir müssen wirklich zum feuergetriebenen Schiff. Ja, hau mal drauf. Ich gehe mal erst ins Dorf, aber. Komm, ihr könnt alle draufhauen. Ja, ich weiß, Lena, du machst nicht so viel Schaden, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt, MP verschwenden, weil der ist ja auch so down gegangen. Dass keiner hier Level steigt. Aber ich weiß auch nicht, wann das letzte Level gestiegen ist. Mit dürfte, wie gesagt, beim Schiff sein. Laufen können wir ja nicht mehr, fällt mir ein. Weil das war eine Fähigkeit. Okay. So. Okay. Ist irgendwie aus irgendeinem Grund stehen geblieben. Das Nichtlaufen geht mir auf den Sack.
um ehrlich zu sein. Warte, habe ich meine Fähigkeiten, denn hat jeder eine Fähigkeit? Du hast Schutz und Schutz? Trageschild, Zweihändigschutz, okay. Ausrufezeichen sind, glaube ich, immer aktive Fähigkeiten und ohne Ausrufezeichen sind immer inaktiv. Also, was heißt inaktiv? Kann ich nicht mit L und R hier wechseln? Geht nicht. Geheimweg wollte ich ja behalten. Oh. Ja, du hast nichts außer Rotmagie und Schwarzmagie. Kann ich runtergehen, wie ich will? Da ist nichts. Und du hast auch nur Weißmagie. Aber passt schon. Wie gesagt, wir gehen zum Schiff. Warte, ich wollte speichern. Gehen wir nochmal kurz zurück. Wir waren gerade im Menü. Speichern ist besser als nicht speichern, habe ich mal gehört. Halt, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Speichere ich lieber alle paar Minuten. Wo sind die beiden denn? Wieso geht der manchmal nach rechts, ohne dass ich rechts drücke? Spiel, Controller, was auch immer. Vielleicht sind sie ja unter Deck. In diesem Raum? Nein. Muss ich nochmal durch den ganzen Quatsch hier? Die nicht. Weil da waren ja Monster und alles. Nö. Mache ich erstmal nicht. Ich gehe dann, weil ich sie nicht finde. War Sid nicht niedergeschlagen? Also so hieß es von den von Barts und Konsorten. Deswegen, wo sind niedergeschlagene Männer? In der Kneipe. So klischee-mäßig, ne? Und hier war ja eine Kneipe, hier oben. Irgendwo. Wo war hier eine Kneipe? Da ist eine Kneipe. Ja, die Schenke. Aber ich sehe hier niemanden. Vielleicht hier oben. Ah, hier ist Sid. Wo ist Mit? Sid! Mit ist nicht hier? Kommen Sie schon, reißen Sie sich zusammen. Lasst mich allein, verschwendet eure Zeit nicht mit einem wertlosen alten Sack wie mir. Opa! Mit? Tanzt der? Autsch, Mit, hör auf, was tust du denn da? Er haut auf ihn drauf. Was ich da tue, was tust du denn da, du alter Dummkopf? Du gibst nie auf, niemals. Mit. Du hast mir doch beigebracht, keine Angst davor zu haben, auch mal zu versagen. Dass man, wenn man einen Fehler gemacht hat, von neuem beginnt. Was ist aus all dem geworden? Mit. Mit. Von neuem beginnen. Du hast völlig recht. Natürlich habe ich das. Ein gebildeter Sack. Es ist noch nicht zu spät. Der Erdkristall ist immer noch intakt. Ja, aber wo ist er? Das weiß ich auch nicht, aber wir müssen ihn finden und beschützen. Und um das zu tun, brauchen wir das feuergetriebene Schiff. Stimmt's oder habe ich recht? Beides. Wir müssen das feuergetriebene Schiff, meine ich, wieder flott machen, aber ohne den Kristall. Ich bin dir bereits um Längen voraus. Opa, sieh dir das mal an. Ein Buch. Es hat Seiten. Oh mein Gott. Oha, wo hast du das denn ausgegraben? Aha, verstehe. Gut gemacht, Mit. Das könnte klappen. Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Jo. Dann nicken erstmal alle. Und ich habe keinen Plan, was sie da machen wollen. Nehme ich überhaupt auf, das wäre ein Ding. Warte, ich mach mal kurz eine Pause. Geht es weiter?
Gut. Ich bin noch nicht so vertraut mit dem Pause-Button bei OBS. Den habe ich zwar jetzt schon öfter mal benutzt, aber nicht so oft, dass ich dem auch vertraue, ganz ehrlich. Also, ich habe ja mittlerweile eine PS5. Kann man ja sehen auf meinem Kanal. Ich spiele Dark Souls, Demon's Souls meine ich. Und wenn man von dem PS5-Controller zu dem Switch Pro-Controller zurückgeht, dann ist das schon ein kleines Downgrade. Und der Switch Pro-Controller war mein Lieblingscontroller, bevor der PS5-Controller rauskam, der DualSense. Ich mag den DualSense ein bisschen lieber als den Switch Pro-Controller, um ehrlich zu sein. Naja. Aber ich möchte ungern den für PC-Spiele oder andere Spiele benutzen. Ich weiß gar nicht, ob ich den auf meinen Retro 5 anschließen kann, an meinen Retro 5. Weil ich möchte nicht, wenn da A steht, irgendwie gucken, was für eine Taste ich drücken muss, weil hier gucke ich auf den Controller und da steht A. Da steht Kreis. Wo A ist auf den Switch Pro Controller. Ihr steht im Weg, Leute. Danke. Ihr müsst mit entschuldigen, er ist eben begeistert. Wir kümmern uns um das Schiff, ihr macht ein Päuschen. Okay. Das ist alles automatisch, ich mach gerade nichts. Gallof, stimmt etwas nicht. Ja, sie sehen irgendwie komisch aus. Gallof, alles in Ordnung? Mein Kopf. Oh. Er erinnert sich wieder an alles? Für einen Augenblick dachte ich könnte mich erinnern. Opa. Oh, dieselbe Szene nochmal. Geil. Mit! Riele. Opa. Oder so. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Krille. Krille? Krille? Ortschmidt, hör auf. Was tust du denn da? Was ich da tue, was tust du denn, du alter Dummkopf? Du gibst nie auf, niemals. Die haut den auch. Aua, hey, lass das gefälligst. Du alter Dummkopf. Okay. Wer ist denn das Mädchen? Seine Tochter? Krille. Gallof, was ist passiert? Haben Sie sich an etwas erinnert? Er lügt wahrscheinlich. Ich stamme nicht von dieser Welt. Was zur Hölle? Hä? Ich kam mit einem Meteoriten von einer anderen Welt hierher. Okay. Weil das Böse, das wir vor 30 Jahren verbannt hatten, wieder zu erwachen begann. Ich bin hier, um es aufzuhalten. Das Böse wiedererwachen? Genau, das Böse, der Meister der Dunkelheit, der Hexer Exdeath. ATH, ich liebe es. Kein Zweifel, die Energie, die vier Kristalle läuft hier zusammen. Der vier Kristalle laufen hier zusammen. Perfekt, wir benutzen ihre Kräfte, um Exdeath für immer zu verbannen. Ich habe, glaube ich, Exdeath schon falsch ausgesprochen. Ach, die hier Kartoffeln. Oder Walnüsse sehen es eher. Die wir schon gesehen haben. Wo ich keine Ahnung habe, wie wir da hinkommen sollten, außer mit einem fliegenden Schiff. Um ihn zu verbannen, kam ich schon einmal hierher vor 30 Jahren. Also wenn alle vier Kristalle zerstört sind, dann bricht auch das Siegel auf. Dass Exdeath in seiner Verbannung hält. So ist es. Mein Kopf.
Galuf. Ich kann mich immer noch nicht klar erinnern. Wir dürfen nicht zulassen, dass Xdeath wiedergeboren wird. Galuf? Es geht schon. Er legt sich nur auf den Boden. Bisschen ausruhen. Nach dem ganzen Erinnern. Okay, die pennen oder was? Was habt ihr denn da? Was macht ihr denn da für einen Quatsch? Hallo? Ich hab geschlafen wie ein Baby. Ich hab geschlafen wie ein Baby. Hey. Ich höre mich an wie ein alter Mann. Was für ein Sack. Es ist vollbracht, wir sind so toll. Darf ich unsere neue windunabhängige Schiff präsentieren? Mit dem Schiff können wir uns auf der Suche nach dem Erdkristall machen. Bingo, wir zählen auf euch, wir kehren fürs Erste zur Bibliothek der Vorväter zurück. Dort sollten wir noch zusätzliche Anhaltspunkte aufstöbern können. Und wie funktioniert das Schiff? Wäre nett, wenn ihr das mir sagen würdet, okay. Wenn ihr etwas braucht, kommt einfach nur vorbei. Passt gut auf euch auf. Ja, aber... Wie wird es betrieben? Auf geht's! Aber wie wird es betrieben? Okay, ich kann steuern. Das wäre jetzt so unlustig, wenn hier einfach, einfach Land da gewesen wäre. Ich zeig da mit dem Finger drauf, aber ihr könnt es gar nicht sehen. Ich kann nicht speichern auf dem Schiff. Geil. Aber Monster können wahrscheinlich kommen, ne? Kann ich überall anlegen? Ja, okay. Wo war nochmal die Karte? Auf LR. Auf Y, ne? Okay. Soll das. Ah, ne, das ist der Drache. Wo ist denn das Schiff? Ah, wir sind mitten im Nirgendwo. Ich weiß gar nicht mal, wo ich hin muss. Da unten soll eine Stadt sein. Ganz unten so eine Insel. Ach herrlich. Man sieht einfach gar nicht, wo man hinfährt. Oh. Gefunden. Oder? Oder was ist das? Das ist wahrscheinlich der von der Erde, der Tempel. Oder Erdkristall rumlungert, aber wie komme ich da hin? Das ist die Frage. Ich muss immer auf die Karte gucken, weil ich echt nicht sehe, wo ich hinfahre. Weil es nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Welt gibt. Okay, hier sind wir, glaube ich. Also richtig würde ich jetzt nicht sagen wollen. Ich speichere mal lieber. Und dann laufe ich mal kurz hier rum und triggere meinen Kampf, damit wir sehen, ob wir es fett auf die Schnauze kriegen oder nicht. Sense. Okay, so fett auf die Schnauze kriegen wir jetzt auch nicht. Oh, Blitz auf alle. Doppel-X. Und Häcksler. Dritte Mal. Okay, getötet haben wir noch nichts. Ich rufe mal Ifrit. Die Echse wird wahrscheinlich Schwäche gegen Eis haben. Hätte ich mal Shiva holen sollen. Hau mal drauf. Ah, deswegen Doppel-X. Echse. Weil sie hat noch einen Kopf am Hintern. Okay. Hat schon ordentlich wehgetan. Würde ich sagen. Was ist denn das hier für eine Stadt? Crescent. Die ist nicht in Final Fantasy. In welchen Final Fantasy? Die verschwimmen so langsam ein bisschen. Eins? Die ist auch eine Stadt Crescent. Schon wieder ein Erdbeben. Okay, ich glaube, wir sind hier richtig. Was? Okay, da ist es. Was für ein verdammter Schiff. Ich gehe mal zum Schiff. Oh nein, das Schiff, es sinkt. Oh Mann, ehrlich.
Wow. Ich habe nicht mal die Welt erforscht und schon ist das Schiff gesunken. Also, wow, witzlos. Wirklich witzlos.